Die Platte ist jetzt hier befestigt und ich würde jetzt die zweite Platte aufbringen. Das ist grundsätzlich richtig. Wir müssen nur noch an eine Sache denken. Als wir uns einen Überblick über die Wand verschafft haben, hatten wir schon festgestellt, dass wir hier in diesem Fensteröffnungsbereich eine Nutfederverbindung haben werden. Aus diesem Grund müssen wir hier die ersten 40 bis 50 cm dieser Nutfederverbindung mit dem UDI-Spezialkleber verkleben. Aber das ist ja immer so. Das heißt, wenn ich eine Fensteröffnung habe bei einer Wand, habe ich ja immer eine Fensterverbindung mit dieser Nutfeder. Diese Verklebung müssen wir aber nicht immer tun. Das ist hier eine spezielle Lösung, weil wir die Nutfederverbindung hier in der Öffnung haben. Gut. Hätten wir eine Platte ausgeklinkt, eine ganze, dann hätten wir ja über die Plattenfläche hier ein Gesamtgefüge hergestellt. Dann wäre diese Verklebung nicht notwendig. Okay, gut. Und das ist ein Spezialkleber jetzt von UDI? Das ist richtig. Das ist der UDI Spezialkleber. Der ist gebrauchsfertig im Eimer. Einfach mit der Kelle hier die Oberfläche leicht aufrühren und dann hier an die Nutfederverbindung. Wenn ich die flexible Holzfaser hier berühre, ist das jetzt... Das ist kein Problem. Genau. Das ist kein Problem. Es geht uns eher darum, dass wir hier wirklich schön Kleber aufgetragen haben. Achtet darauf, nicht unbedingt Kleber wieder zurück in den Eimer zu bringen. Dann haben wir hier Holzfaser mit dran und das bildet uns dann Klumpen. Mhm. Den Eimer auch immer wieder geschlossen halten. So, der geht jetzt nicht ganz rein. Hier kann es sein, dass uns im Bohrloch noch ein bisschen Staub liegt oder dass die flexible Holzfaser uns leicht nachgerutscht ist. Hier nehmen wir den Dübel nochmal raus und setzen die Bohrmaschine nochmal locker an. Aber ich lockere die jetzt auch wieder. Das ist richtig. Auch hier gilt wieder, so locker wie möglich, dass sie nur an der Wand gehalten wird.